Die Show fängt erst an. Es ist leider Gottes auch schon wieder. Was ist über Uhrzeit? 22.56 Uhr. Aufnahmemäßig. Es spielt keine Rolle, denn morgen ist mal wieder Feiertag. Wup, wup. Yes, ich freue mich. Und ey, das Asphalt, das sieht so geil aus. Oh mein Gott. Jetzt kannst du wirklich am Boden so mit Markierungen arbeiten. Achso, über ein. Oh, ich weiß, dass ich auch noch Fleisch halten will, die Fabrikmarkierungen. Dann kann ich bei den Fabriken zum. Weißt du, so wie im echten Leben, wo du ja so Gehwege hast, wo du dort darfst, sowas. Oh mein Gott. Ja, das wäre auch hier oben. Hier oben können wir auch so. Gut, wir müssten hier oben eher mit Erhöhungen arbeiten. Ah, ja, gar kein Problem. Aber. Oh, das ist geil. Ach. Wie man sich über eine kleine Errungenschaft nach zig Jahren freuen kann. Das ist schon krass. Aber ich bin so gehypt. Ich feiere das. Funktioniert das hier mit den verstärkten Eisenplon? Machen wir sich das 3 aufteile und dann. Ja, würde ich machen. Das muss ich so. Oh ne. Die Dinger. Ey, also. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich baue hier eigentlich noch angenehm. Angenehm, mein Name. Hell, das sieht. Oh. Ja, das sieht zum Schießen aus, ne? Nein, nicht Customizer, du Idiot. Oh. Jetzt bin ich schon wieder beim Customizer. Nein, warum? Ich baue doch kein MK2-Förderband. Wo sind wir denn hier? Huch. Alter, das sieht so geil aus. So, ich splitte das Ding. Mal kurz. Ja. Ich bin ja doof. Ups, 1, 2 und 3. Dann nehmen wir den hier, die 2 wieder weg. Und wir fusionieren einfach 2 davon. Weil natürlich wir 2 wieder auf eine Schiene bringen. So. Macht alles Sinn. Das macht alles Sinn, wenn man es weiß. Hm. Boah, ey, diese Customizing-Sachen, die bringen mich so auf Gedanken. Man könnte hier so mit Gehwegen arbeiten. Man könnte mit Überführungen arbeiten. Ich weiß auch nicht. Ja, du hast gerade den Groove. Oder das Ding ist affengeil, ey. Asphalt und dann Beton und boah. Wirklich, du kannst da wirklich so Straßen und alles. Also, ein Traum, ein Träumchen. Dann noch Beleuchtung und boah. Kann man hier tatsächlich noch tatsächlich was Schönes aus diesem riesigen Klotz von Gebäude, Fundamente, wo man zuerst das Dach baut und danach alles andere. Schönes draus zaubern. Boah, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hm?
Modular, modular. Auch das hier wird modular und das hier auch noch modular. Dann kann ich hier vom einen zum anderen rennen. Okay, das hat schon modular. Dann haben sie hier auch schon, ne? Jetzt fehlt nur noch der Strom. Der Strom. Da müssen wir dann schon mit der Optik auch noch hier wieder unten arbeiten dann. Aber das kommt dann was. Nächstes dann irgendwann. Okay, jetzt habe ich schon zwei durch. Heißt das dritte im Bunde? Oh. Oh, hier hat es auch noch zwei Eisenminen, die du noch nicht angeschlossen hast beim da zweiten Tower. Ja. Ich glaube tatsächlich habe ich aktuell zu wenig. Ich bräuchte eben noch einen MK2 Miner an einem Ort. Okay. Ja, vielleicht hier ein Fördermeistchen. Auch wieder und dann hier so einen normalen und hier auch wieder so einen normalen. Ja, es sieht irgendwie sieht das noch was aus hier, also Sinn macht. Ein Teil kann man da mit dem Wagen fahren und der andere Teil ist dann reines Gehwegteil. So. Das funktioniert ja im Grunde hier eigentlich fast. Das sind Selbstläufe, was ich hier baue. Nur noch Strom durch und ich bin zufrieden. So, hier leider noch auch noch ein Fördermästchen, aber. Gut, dann muss ich doch die nehmen. Ich bin ja wieder mal doof. Aber wer kennt's nicht anders? Doof ist man erst, wenn man gecheckt hat, dass man gesund. Nee, ich red mich nur tiefer rein. Egal. Wie hast eigentlich du, weißt du hier, das Spiel ist ja sehr lastig im Bauen, ne? Aber so zum Quatschen kommt man eigentlich hier gar nicht, ne? Also man sieht es auch generell an uns hier an oder man hört es eher. Quatschen ist nicht. Aktuell überhaupt nicht. Es gibt, wir haben schon ein paar Themen immer wieder ein bisschen angesprochen, aber aktuell. Nee, das ist aktuell. Oh. Wirklich was unmöglich, ne? Also. Eines, was man hier nicht kann, ist, wenn man wirklich gut oder mit ein bisschen Feingefühl dahinter will und nicht einfach alles pipapo, ja, spielt keine Rolle, bauen wir jetzt irgendwie
macht ja alles irgendwie keinen Sinn. La 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 la. Also. Ja. Also wir erklären euch schon ja, was wir machen. Wir gehen schon aufs Gameplay ein. Aber so wie bei Valheim, wo wir einfach da über Gott und die Welt quatschen. Doch, doch, doch. Also es wird schon. Aber sagen wir mal, es ist nicht so. So viel wie in anderen Projekten. So. Aber irgendwo durch auch verständlich, ne? Also. Definitiv, also. Wer will das Spiel mal so gespielt hat, der weiß warum. Nö, sag mir jetzt, ne? Ich will dran! Keine Ahnung. Ah, das sieht kacke aus. War auch nur wegen dem. Dem. Warte mal, dann. Was ist, wenn wir hier. Nee. Das ist eigentlich dumm, was ich jetzt hier gemacht habe. Das macht gar keinen Sinn. Hier Treppenhaus neben Fahrzeug Einfahrt zu machen. Dann muss hier die Fahrzeugeinfahrt hier hin. Nein. Ah, scheiße. So. Du, das macht ja am meisten. Meistens macht es ja irgendwie keinen Sinn, oder? Ja. Aber weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe so wie zwei Wege gemacht. Einmal ein Weg, wo man dann später mit dem Fahrzeug durchfahren kann. Und der Weg würde dann immer dort, wo man die Treppen beim Treppenhaus hochgeht, zu Fuß, würdest du dich kreuzen damit. Das macht ja gar keinen Sinn. Ach so, ja, das ist eher weniger, hast du recht. Da hast du ja kein Safe Space sozusagen für die Fußgänger. Fußgänger? Was ist das? Krieg ich nicht hin. So ein Fuß, das ist so ein Fetisch, weißt du? Ah. Danke sehr. So, jetzt haben wir hier zwei Drittel. Heißt eigentlich, die zwei kommen raus. Ja, ich habe gerade so Freude mit Beton zu bauen. Ah, das ist doch schön. Muss ich ja links fast da, um Dingens zu machen. Okay, dann bauen wir hier. Null symmetrisch aus. Dann müsste ich das hier noch hochziehen, oder? Das Satisfactory ist eigentlich ein Spiel, das man sich in der Kindheit schon längstens gewünscht hätte. Sag nichts. Das ist wirklich so. Also Minecraft war ja auch schon der Oberbrenner. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Gut, machen wir so. So langsam erkennt man was hier bei dem Gebilde, was ich hier vorhabe. Sieht man langsam was? Oh, jetzt habe ich das schon wieder abgebaut. Och nee, ich Dulli. Ich brauche das. Oh, die ersten Rahmen kommen. Nice. Okay. Ich muss das alles noch nach unten ziehen, aber immerhin. So. Das war schon vorher richtig. Ja, komm ey, Digga, was ist gerade los mit mir? Junge, wir haben schon. Zwei, dreiviertel Stunde nehmen wir schon. Also, Stream war schon, von dem her. Ja, das geht ja noch. Ja, aber so geistige Leistung und so. Gut, wo haben wir die? Geistige
geleistet. Was ist denn das? Geblieben. So. Ich sehe einfach immer wieder durch die Wände, wie du am Bauen bist. Das ist doch schön. Oder erwärmt das Herzchen. Definitiv. So, jetzt aber ob sah hier. Nee. So. Schwuppdiwupp. Ich sehe bei dir gar nichts, aber das soll nicht heißen, dass du ja nichts machst, ne? Doch. Genau das heißt es. Nee. Du sprichst nur, du machst gar nichts. Das wäre auch noch fies. Redet die ganze Zeit, dass er was macht, aber macht eigentlich genau nichts. Ja, das nennt man kommentieren. Du, man muss wissen, wo man ist, ne? Definitiv. So, dann geht das so nach oben. Hier kann ich... Könnte ich theoretisch runterspringen, da drauf, boah, das sieht sogar Alter, aus. Progress hier, ne, das ist einfach phänomenal. Am Anfang hat es wieder ein bisschen gehasst in dieser Session, aber über lange Sicht hier, wenn wir uns was gesetzt haben mit den, ne, bezüglich den... Ja, gehasst, Digga, was ist denn los mit dir? Nee, es ist ein bisschen klebrig, ne? So in der Art. Oh je, das habe ich hier veranstaltet. Okay, ein Fusionateurchen hier. Das klingt... Das klingt nach einem Plan, oder? Ja, und... Also... Ach nee, ich muss es andersrum bauen. Jetzt kann ich viel kann unter Umständen stoppen. Ja, was wir auch stoppen sollten, wäre die Folge, ne? Ah, sind wir wieder schon weit. Ja, wir sind immer schon weit. Ich bin ja doof, aber das kennen wir nicht anders. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es soweit ist, dass wir uns was hinter die Ohren schreiben dürfen. Vielleicht wissen wir es dann, was zu tun ist. Eventuell, ich denke aber eher nicht. Ja. Ja. Schön formuliert. Das nennt man doch Perfektion. Das war richtig schöne Poesie. Ja, Poesie. Ja, ist ja wirklich für den Arsch oder so. Aber ja. Für den Arsch ist so einiges. Poesimus Maximus. Müsste man können. Die Poesie. Aber das gehört ja nicht jedem. Und daher einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Tschüssi.